Hallo Hubert. Super. Super schaut es aus. Super, darum eigentlich nicht, weil ich mir dachte, wir sehen das jetzt noch, wie es vorher ausgeschaut hat. Ja, aber du tust nicht weiter, jetzt habe ich weiter. Ja, weil ich sondiert habe, ich kümmert mich um das Administrative, weißt du? Das ist das Problem. Das habe ich sofort zerlegt. Also, zum Glück haben wir es vorher fotografiert. Ja. Also, was hast du da gekauft? Eine R100 GS PD Paris Dakar. Sieht man sofort. Das habe ich sofort gesehen. Und weißt du woran? An einem Stoßdämpfer. Ist das was? Nein, der? Das ist gelungen. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt so original ist. Aber. Also ich glaube tatsächlich, dass man es nicht erkennen kann. Was dir sofort aufgefallen ist, am Zylinderfuß ist ein Emblem von BMW drauf. Das haben wir, oder das hast du bei deinen anderen Fahrzeugen noch nirgends gesehen. Nein, bei mir war es bis jetzt, ist nur die Kubikzahl gestanden, aber nicht, da steht keine Kubikzahl, da aber steht 80. BMW. Schau. Was? Nein, das ist Baujahr. Ach so. 09. 09, okay. Oder 18, 19, weil die 800, da wäre das wohl nicht sein. Nein, hoffen wir es nicht. Nein. Ja, voll klasse, dass ich das jetzt schon mal so sehen kann, weil meine wird in kürzester Zeit auch so ausschauen. Ja. Wir sind beide nur bei der Findung, wie soll es ausschauen. Du hast schon ein bisschen eine konkretere Idee. Ja. Was hast du vor? Was möchtest du machen? Eins ist fix. Ich will sie vom Rahmen, von den Stoßdämpfer, will nichts verändern. Okay. Ich will eigentlich mit einem Low Budget, der Motor, glaube ich, läuft, ich habe es probiert, er läuft schön, läuft ruhig, das Getriebe schaltet schön, Kardanwellen habe ich ausgetan, die schaut auch sauber aus, das hintere Getriebe läuft auch schön. Ich würde so alles lassen. Ja. Ist das schon das neue Radl? Ja. Also das ist das Radl, was du beim Josef gekauft hast. Ja. Und das ist ja die genialste Idee überhaupt, auf das hätte ich gar nicht gedacht. Wenn man in ein GS einen 140er Reifen einbringen will, ja, muss man ja nur eine Felge nehmen von einer R100R. Weil diese R100R Straßenversionen haben anscheinend original einen 140er Reifen drin. Okay, und sind schon. Und sind original versetzt gespeichert. Aus der Mitte gespart. Und deswegen brauchst du nur das Umstecken und fertig. Ja, ja. Weil da gibt es ja Sachen wie Distanzscheiben dazwischen legen, wo es dann durch die Bremstraume durchsiegst und was weiß ich. Habe ich jetzt gerade gesehen. Und nicht einmal zugelassen. Und so schraubst du es auf, hast eine super Lösung. Und das ist jetzt ein 140er Reifen, der geht da locker vorbei. Ja. Jetzt möchte ich nur aber kurz, bevor wir jetzt weitersprechen, vielleicht sagen, wer das Video nicht gesehen hat, wie wir beim Josef waren, schaut euch das unbedingt an. Das heißt, nicht für schwache Zweiventilerherzen, das Video. Ist wirklich sehenswert und da kann man sich wirklich solche Teile besorgen. Solche Teile besorgen, da schöpft man aus dem Vollen. Ja, genau. Und das war's auch schon. Jetzt habe ich dich unterbrochen. Also es geht um einen Umbau. Du wirst das auf jeden Fall umbauen. Du hast aber nicht vor, dass du jetzt technisch viel veränderst, hast du gerade gesagt. Nein. Wir sind eher im Low-Budget-Bereich, also keine Vorwerkveränderung. Und also okay, wie geht's also, weiter? Also fix ist Stollenreifen. Stollenreifen ist einmal fix. Das ist gut, das gefällt mir schon mal. Dann fix ist... Nein, nicht einmal das. Ich weiß es noch nicht. Du weißt das noch nicht, ja. Aber fix ist, ich habe einen Tank, ja, der hat mir recht gut gefeuert, den ich schon einmal umgebaut gehabt habe auf meiner anderen Maschine. Den habe ich da schon mal draufgesteckt, können wir vielleicht kurz machen. Steckt noch für schnell. Fand ich cool. Genau. Und zwar dieses Stück, das normal nicht drauf passt. Ja. Weil ich habe den unten komplett umgebaut, weil er nicht auf den Rahmen mit der Elektronik, also mit die Blinker und Zündspulen und diese Sachen drauf geht. Und das ist auch ein bisschen speziell, den draufzusetzen. Boah, pass auf. Aber es geht. Die gute Lackierung ist ja schon ein bisschen angekratzt. Ja, das gehört dazu. Das ist ja so. Zack. Ja, sieht man jetzt schon. Ja. Der ist ganz lässig, eindeutig. Den fand ich ganz cool. Auf alle Fälle. Das ist, glaube ich, ziemlich fix. Ich habe nur den Dakar-Tank, den originalen.
Der ist alles. Der ist wunderschön, aber wir sind groß. Genau. Und wir da wissen, ich dass man mir da mein Knierwinkel stehe halt an bei dem und bei dem nicht. Und wenn du von vorn anschaust oder von oben, ist die Silhouette natürlich da total schlank und dann kommen die Boxerzylinder raus. Es hat schon auch von vorn die zwei Zylinder und sonst ist nichts. Aber das heißt dann schon eher Richtung, also Coffee Racer eigentlich. Ja, aber. Aber nicht zu viel Kaffee, sondern. Aber halt mehr Racer. Mit die Stoßdämpfer und mit Stollen. Ja. Gut, haben alle. ist ja eigentlich dann eine vollwertige GS-Maschine zum Fahren. Ja, genau. Ja. Ja, es ist natürlich so vorwiegend für alle, die was sowas machen. Wir wissen ja, dass das Schraufen am meisten Spaß macht. Und das geht's eigentlich. Nicht? Ja, jetzt im Vorfeld müssen wir halt einmal die Linie finden und einmal dann die ganzen Teile aufprobieren, dass man da einmal. Ja. Es ist halt am Anfang, irgendwann muss man sich für was entscheiden. Am Anfang sagt man so, irgendwann muss man sagen, so mache ich es jetzt. Genau, und dann kannst du anfangen, Teile zum Oberschneiden, vorher nicht. Vorher darfst das Heck ist sicher noch ein großes Thema. Ja. Weil ich habe da schon probiert, ich habe da nur ein Heck von einer ST. Das passt interessanterweise zwar drauf, aber der Stoßdämpfer geht nicht vorbei. Oder nur sehr knapp. Aber das ist halt einfacher gehalten, als wie das riesige mit Gepäckträger von, was da drauf war. Gefällt mir schon ganz gut. Das ist überhaupt sehr bescheiden gemacht. Das ja. Also das von meiner GS. Ja, da ist da auch viel mehr Verstärkung. Ja. Ja, ist was Zarteres. Das wäre schon ein guter Ausgang. Gell? Also das finde ich schon Ausgangsbasis. Eine Basis. Der Sitz ist für mich immer eines der schwierigsten Dinge, weil ein Sitz zu machen ist, der kann so viel verändern zum Negativen wie zum Positiven. Aber ja, du hast das zum Glück schon zwei zur Verfügung. Ich habe schon probiert, aber ja da denke ich noch nicht dran. Ja. Jetzt ist so, dass meine ja genau gleich ausschaut wie die. Wenn es nockert ist. Und das wird sie bald sein. Ja. Und bei mir ist das Gleiche. Was machst jetzt du? Genau, das ist die große Frage. Nicht? Also ich habe mir das eher so vorgestellt. Also bei mir wird es auf alle Fälle ein Geländefahrzeug. Ich habe schon mit dem Glätter einiges hin und her gequatscht. Und es ist so, dass ich wollte eigentlich einen großen Gabelumbau machen. Das haben wir dann aber lassen. Auf jeden Fall wird gekauft wahrscheinlich das Heck. Das ist schön, diese Kletterheck ist schön. Dann der Sattel, sobald ich weiß, was für ein Tank aufkommt. Und ich bin jetzt gerade beim Christian reingekommen und habe den obergeschraubten Tank von der Barista K gesehen. Und der Tank ist schon eine gescheite Blasen. Also ich finde, der schaut auch cool aus. Da haben wir noch mal drauf. Warte, ich war nämlich auch überrascht, wie der wirkt ohne der ganzen Verkleidung. Ja, weil schaut euch den an. Was das für ein mächtiger Tank ist. Das ist ja, weil, warte mal, jetzt hole ich noch den HP N-Tank. Warte, ich halte ihn so her. Naja, also. Ähnlich. Der geht ein bisschen weiter runter. Der ist weiter runtergezogen. Aber sonst. Ja, ich setze nochmal auf. Ja, einfach vorne rein und. So. Und dann hinten, das braucht man nicht. Müssen wir jetzt nicht einhängen. Ist ja jetzt vorne. Nach. Also, alle, die was natürlich so ein Fahrzeug haben, so ein Barista K, die wissen jetzt, wie das ausschaut, wenn da der Tank auf dem nockerten Fahrzeug ist. Aber wir sehen das jetzt eigentlich zum ersten Mal. Und als Ausgangsbasis. Muss ich sagen, ist das schon sehr inspirierend, oder? Ich finde es auch. Zu dem will ich was sagen. Wer einen Vorbau sucht, den ganzen Vorbau mit Licht, mit Windschild, original von der PD Barista K, bitte ein kurzes E-Mail und ich melde mich bei ihm. Weil es ist so wie der Tank, alles noch sehr schön erhalten und ich brauche das nicht, weil ich keinen Platz habe. Ich kann das nicht zwischenlagern. Ja. Also so Sachen. Wie gesagt, der ganze Vorbau, Seitendeckeln, unten die Barista K hat unten nur so eine Kunststoffverkleidung. Mhm. Das gebe ich alles ab. Ja. Aber was jetzt klasse ist, dass ich muss jetzt eigentlich daheim gar kein zweites Video mehr machen. Von meiner. Ah,
Nein, im Ernst. Also, das ist die gleiche. Also ich werde schon noch einen kurzen Beitrag machen. Also, ich lasse mir das jetzt nicht nehmen natürlich. Wenn wir schon beim Christian waren, jetzt zwicke ich das nur kurz rein, weil sonst wären das zwei Videos, das hat ja keinen Sinn. Das ist das Fahrzeug, was ich mir gekauft habe. Ich habe schon letztes Mal kurz vorgestellt. Beim Josef-Video. Das ist eine R100 GS, Baujahr 89, mit echten 28.000 Kilometern. Ja, wie es dazu gekommen ist, dass die 28.000 Kilometer hat, kommt daher, dieses Fahrzeug hat einen Unfall gehabt und einen Frontschaden und wurde dann abgestellt, dann an einen Händler verkauft. Der hat es dann nur mehr an einen Händler verkauft und dann ist im Endeffekt irgendwann einmal beim Josef gelandet. Und der hat aufgrund seines ausreichenden Ersatzteillagers das wieder fit gemacht, das Fahrzeug. Es ist alles sehr sauber und super gemacht. Es sind ein paar neue Teile drauf. Ich habe ein neues Wilbers Federbein, ich habe eine neue Brotdose, ich habe einen neuen Lenker. Die Vordergabel ist eine andere, bereits mit Wilbers Federn ausgestattet. Brotdose mit 7-Rock-Tacho. Wunderschön. Oder auch nicht, das werden wir dann noch sehen. Ja, das ist jetzt das letzte Mal, wo wir das Fahrzeug so sehen. Es wird jetzt komplett zerlegt. Und dann wird eine Formfindung stattfinden. Das sehen wir dann, wie wir das machen. Dieser Tank ist jetzt vom Christian, der ist von der Adventure. Mir gefällt der Tank von der Form her wirklich gut. Er ist fast so wie der Wüstentank, nur zieht er sich halt nicht so weit runter. Es passt einiges rein. Der Schwerpunkt ist tief unten. Das ist alles nicht schlecht. Und dann war es eh schon wieder. Es geht dann gleich wieder beim Christian weiter. Ciao dabei. Aber ich sage einmal die Besprechung, wie man das dann macht. Aber was tun wir auf alle Fälle? Wir werden alles komplett zerlegen. Ja. Wir werden alles prüfen lassen. Ja. Wir werden das schön machen. Wir machen kein Red Bike. Nein, das nicht. Und wir werden ich werde zum Beispiel auch die Kupplung ausbauen und anschauen. Vielleicht auch die Steuerketten tauschen, wenn ich das schon heraus habe. Genau. Zylinder mache ich nichts. Ölverbrauch, glaube ich, hat es keinen. Das Kerzenbild war schön. Ja. Bei mir sind die Stößeldichtungen dann zum Machen. Stößeldichtungen müssen wir bei dir machen, aber das ist alles nicht so, so dramatisch. Ja, das ist jetzt der offizielle Start für die beiden Umbauten. 80.000 Kilometer hat meine. Ah ja. Deine hat ja weniger. Meine hat ein bisschen weniger. 28.000. Boah. Das ist ja noch. Das ist ein Goldstück. Sowas kriegst du nur beim Josef. Ja. Ein Goldstück. Ja. Ja. Wie gesagt, das ist der offizielle Start für die Umbauvideos. Wir werden jetzt immer wieder welche zeigen. Ich sage jetzt extra nicht regelmäßig, weil wir sind beide berufstätig natürlich. Wir sind beide selbstständig, wir haben noch andere Sachen zu tun. Aber wir knien uns da sicher voll rein. Wir werden immer wieder kurze Updates geben. Was davor sind wir genug frei auf andere Professionisten? Wenn ich mal in so eine Prüferei einige oder wenn ich was von einem, wenn ich was einsprechen lassen muss und so, das werden wir alles vielleicht ein bisschen kennenlernen. Schauen wir mal. Das kommt jetzt alles auf uns zu. Wir sind auf jeden Fall immer dankbar für Anregungen und für Kommentare. Das ist ganz wichtig, weil dadurch lernen wir die Community immer besser kennen. Und was davon, was ich nur gespannt bin, Auspuff. Auspuff ein Riesenthema. Auspuff ist irre. Nicht? Auspuff ist. Weil wir wollen es ja beide nicht zu laut. Genau. Aber auch nicht eine Leistungseinbuße, das. Ja, sehr schwierig. Ohne Leistungseinbuße, was Kleines und, ohne Leistungseinbuße. Und es sollte schon genehmigt sein. Auf alle Fälle. Genehmigt muss sein. Also das, es muss alles genehmigungsfähig sein. Ja. Gut. Das ist sicher ein wichtiges Thema. Ja. Wir lassen es jetzt, weil... Genau, der Rest wird sie... Wird sie weisen. Weisen und mehr wissen wir ja noch nicht. So, also, dann sehr kurzes Video, das war jetzt super, macht es gut, schreibt es uns, dazu den Kanal liken und dazu teilen, das ist auch immer ganz toll, in die Foren und so, ich mache das eigentlich auch immer, aber alle Foren erreiche ich nicht. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei der kleinen Garage. Pfiat euch. Pfiat euch.